Hallo, Bracket hier mit einer weiteren Folge Let's Play Vampire Masquerade Bloodlines. Und ich habe gerade, ist mir aufgefallen, dieses geile Plakat hier oben. Vote Robert Thorn. Mit kleinen, süßen Puppies. Mit kleinen Hundewelpen. Was steht da unten drunter? Ad Ambitious? Nee. Kann ich nicht lesen. Aber sehr schönes Plakat. Das einzige Plakat, was ich mir schlimmer vorstellen könnte, wäre, wenn da noch Babys drauf wären. Und wir gehen jetzt auf die Quest Mudhunt. Wir haben erfahren, dass Muddy hier in diesem Gebäude sich mit irgendjemandem treffen wollte und suchen jetzt nach Hinweisen darauf, mit wem und wo er ist. Und upsa. Gefunden. Haha. Yep. Dieses Spiel spart. Und das ist eine richtig riesige Klaue da. Was haben wir hier? Don't. Irgendwas. This. Don't miss this. Don't miss this? Was denn? Oh, cool. Die Skyline. Wo ist die Leiche? Ah, hallo. Hallo, Leiche. Was haben wir hier? Road Race. Hm. Oh, da ist ein Kopf. Hallo, Kopf von unbekannter Person. Da gibt es ein nettes kleines Easter Egg, weil hier ist ja so ein Basketball-Ring reif. Wenn ich den treffe. Wenn ich den treffe, genau. Mit dem Kopf, ja, das ist jetzt ziemlich makaber. Na komm. Ich weiß, ich bin kein schwarzer Vampir, aber ja, okay, Vorurteile. Au. Ganz schön pietätlos. Hey, cool, gefangen. Okay. Hallo. Kopf von unbekannter Person. Vielleicht kann ich den auch einfach so durch von unten. Ich bin ja immer für die Cheat-Möglichkeit. Yay, da kommt ein kleiner Soundtrack, der mich anjubelt. Hier durch das Feuer gehen wäre blöd. Das ist tödlich für Vampire. Gut, für Menschen wahrscheinlich auch, aber für Vampire umso mehr, weil für Vampire ist ja viel weniger tödlich. Ah, ich kann hier auch. Kann ich hier? Nee. Ich dachte, ich könnte vielleicht hier dieses Ding abbrechen. Und hier oben ist ein weiterer Hinweis. Unten ein Autoradio. Darauf, was oder wer oder was das hier angerichtet hat. Ein Lucky Star Zimmerschlüssel. So, Questlog wurde abgedatet. Ich habe den verstümmelten Körper von Milton gefunden. Durbin ist nirgendwo zu sehen. Ich habe aber einen Schlüssel zu dem Lucky Star Motel gefunden. Okay, das Lucky Star Motel ist erst in Hollywood. In dem Stadtteil Hollywood. Und da können wir noch nicht hin. Aber es ist gut, dass wir die Quest schon mal so weit jetzt verfolgt haben. Wollen wir dich nochmal hier in das Feuer werfen. Na komm. Aber das sieht eigentlich ganz okay aus. So sieht er glücklich aus. Ja, besser als vorher. Also ab geht's. Da kann man die Quest, sie geht über ziemlich viele Gebiete. Ich glaube nur nach Chinatown muss man nicht wegen dieser Quest. Ich könnte mich aber auch täuschen. Aber das kommt dann erst zu einem Abschluss, wenn wir tatsächlich in Hollywood sind. Aber bevor ich es noch vergesse hier, weil das ist ja dann unter einem anderen, das anders abgelegte Quest-Logbuch. Weil das ist ja noch unter Downtown. Das läuft noch unter Downtown. Nicht unter Downtown, unter Santa Monica. Ja, mein Gehirn ist wieder überall, nur nicht am Spiel. Yeah, dieses geile Lied hier im Last Round ist einfach nur, ja, geil. Geiles Lied ist geil. Hallo Damsel, wir haben was rausgefunden. Okay, okay. Das T-Shirt ist geil. Hier, da, ich habe einen Flyer. Guck mal. Ja, ich sehe das. Pretty sure I've seen it around here somewhere. One of the buildings, I think. Aha. Danke. Das war aber ein kurzes Gespräch. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Der Flyer ist das hier. Ja. Tatsächlich, I am enlightened. Und das ist tatsächlich ein Symbol, was ich hätte sehen können, wovon ich auch schon mal gesprochen habe in einer früheren Folge. Was an einer Wand da hängt irgendwo. Und da gehe ich jetzt einfach mal hin. Hooray! Müsste ja eigentlich um die Ecke sein. Oder nicht? Vielleicht noch in eine Ecke weiter. Ich habe immer Angst, wenn ich die Leute hier laufen höre, dass mich jemand überfällt. Wobei, das gibt es in diesem Spiel nicht. Keiner überfällt den Hauptcharakter.
Nur einmal in dieser Zwischensequenz. Vielleicht. Ja, hier, Hallo-Symbol. Direkt gegenüber von dem Regenten der Tremere, der mit seinem Haus hier ganz komplett reinpasst, mit diesem leuchtenden, magischen Kreis da. Oh, guck mal da, da ist eine Figur. Die sieht aus wie gekreuzigt. Vielleicht ist das doch nur meine Vorstellung. Oh, Babyverkauf. Gruselig, gruselig. Nochmal das Symbol. Vielleicht kann ich auf den Müller mal klettern und da hinten was sehen. Nee. Nee, nee, nee. So, dann hallo. Wollen wir mal reingehen. Hier komme ich nicht rein. Müssen wir wohl mit dem reden. Absolut, hier ist mein Flyer. Der Bischof? Gained entrance to Crackhouse. Also es ist ein Crackhouse hier. Wunderschön. Vielleicht finde ich ja ein bisschen ein paar gespikte Humans. Oh, da ist hinten ist doch einer. Hallo. Ich habe Hunger und ich habe gehört, du hast Crack in deinen Adern. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man als... Hey. Did you get summoned? You're going upstairs to see the bishop. The bishop? Yeah. Summoned? You're new to the Brotherhood, huh? Just got enlightened. I've been here a few days. When the bishop wants to see you, you'll be summoned. And then you go up these stairs up to the temple. Also wenn das echt der Bischof dieses neunten Zirkels ist, dann ist gesammelt zu werden, also beschworen zu werden oder berufen zu werden, ist dann wirklich eine schlechte Sache, Mädchen. Du solltest hier rausgehen. Hast du ihn gesehen? Wie sieht er aus? Vielleicht ist er ja offensichtlich ein Vampir. The Bishop? Yeah, I saw him once. He is beautiful and scary. I dream about him all the time. He does things to me in my dreams. He does things I don't like to remember. Okay. Und wieso bist du dann noch hier? Mädchen. I don't know. I mean, I hear things, but I haven't been summoned. I had a friend snuck up there a few days ago. Said she saw things bad things. Yeah. Was genau, bitte? Bisschen ausführlicher. Blood. She said, blood everywhere. She saw a few of the summoned that tried to talk to them, but they just stared at her with these woo blank looks, you know. One of them started reaching for her and she ran away. Okay, der hat also oben so eine Art Zombie-Armee oder was. Ja, vielleicht ist diese Bruderschaft nicht all das, was sie zu sein scheint. Also, ich meine, nicht so toll, hä? Yeah. I know. The bishop said we have to shed our earthly fears on our journey to the ninth circle. But I'm scared to go upstairs. I just want to go home. You know, I want to go home. Auch wenn man Vampir die ganzen Gangster da abmetzelt und generell ziemlich viel tötet, ist er vielleicht doch noch so ein grenzwertig netter Kerl, der manchmal Mitleid hat mit Leuten. Also hey. Oh. Cool, ich sag mal die 1. Ich könnte wahrscheinlich mit der 3 könnte ich so ein bisschen aussaugen. Vielleicht mache ich das auch jetzt noch. Hallo. Okay, machen wir es jetzt noch. Es wird einfacher sein, das zu ertragen. Ich dachte, ich könnte sie vielleicht irgendwie überreden, dass sie dann heimgeht, aber anscheinend... Nee. Oh, hallo, was ist das denn? Also, ich dachte schon, das wäre so eine Figur mit hier in der Mitte das Gesicht und da die beiden Arme, so ein kniende Figur. Dieser Ort ist schon komplett... Was war in deinem Blut, hä? Was war in deinem Blut, gute Frau? Also, wollen wir mal einen Aufzug nehmen? Ich bin ja ein fauler Vampir. Auch wenn Aufzüge mich in diesem Spiel so nerven wie in anderen Spielen, das Hüpfen. Na gut, was nervt mich nicht denn? Oh, so dunkel. Hallo. Okay. Ist mir zu dunkel.
Oh Gott, tatsächlich ein Zombie. Meine Güte. Ja, es gibt Zombies in diesem Spiel. Stirb! Die muss man gut treffen, sodass sie in alle Teile zerspringen, sonst stehen die wieder auf. Und es gelingt mir ganz gut anscheinend. Nun ja. Oh, hallo, was bist du? Du bist auch so ein Zombie. Gleiches Model wie der erste. Zum Glück sind das keine schnellen Zombies und ich kann mehr oder weniger hier, komm, Uppercut, los. Ah, oh, der steht wieder auf. Das garantiere ich euch. Der steht wieder auf gleich. Aber mit dem werden wir in der nächsten Folge kämpfen. Bis dahin.